Der Moment, wenn wir da stehen und wir warten auf unsere Wertung, ist immer das Schlimmste, weil man weiß, man hat es jetzt nicht mehr in der Hand. Tanzen ist wie eine Sucht. Ich glaube, für mich ist es so toll, weil ich sehr perfektionistisch veranlagt bin. Es ist für uns alle, glaube ich, eine riesen Leidenschaft, weil es einfach ein sehr zeitaufwendiger Sport ist, aber auch ein sehr erfüllender und unbeschreiblicher Sport. Im Tanzen geht einfach immer mehr. Also man kann immer mehr von sich fordern. Chris und Lisa tanzen für den TSC Residenz Ludwigsburg in der Lateinformation. Dreimal die Woche trainiert sie ihr Trainer Klaus bis zu 6 Stunden pro Einheit. Und das alles, um bald ihr großes Ziel zu erreichen: in der ersten Liga tanzen. Wenn man dann halt abends noch irgendwie weggeht mit Freunden oder wie Party machen geht, dann kann man den nächsten Tag nicht 6 Stunden Vollgas trainieren. Das geht nicht. Nur noch 4 Tage bis zum nächsten großen Turnier. Und das sogar vor heimischem Publikum. Doch Trainer Klaus fehlt heute im Training. Jetzt muss der Co-Trainer die Ansagen machen. Jetzt langsam sind alle in der Spur bei Fahrensache. Immer noch nicht auf dem Niveau, wie wir das hinkriegen können. Nochmal bitte. Also man geht nie aus dem Training und sagt, perfekt, heute war ich perfekt. Das ist so der Ansporn, dieses, ich will noch ein Ticken besser werden. Der Turniertag. Lisa bekommt die Haare gemacht, jedes Detail muss stimmen. Klaus übernimmt das Make-up. Kann, glaube ich, gut werden heute. So vom Turnier bist bei mir eigentlich immer so, dass ich so wie ein Hund bin, der irgendwie von alleine gelassen werden will. Also bin ich nervös oder sowas? Ich habe einfach nur so Lust und Vorfreude. In der Vorrunde lassen Lisa und Chris ihre Freude auf der Fläche raus. Es war eine Vorrunde, da gibt es Nuancen, die besser werden müssen, gar keine Frage. Wir dürfen jetzt auch die Konzentration nicht verlieren, das ist auch klar. Aber das war eine gute Vorrunde. Für Chris und Lisa läuft alles nach Plan. Das Team qualifiziert sich fürs große Finale. Gleich dürfen die beiden wieder aufs Parkett. Ihr Team muss als erstes im Finale tanzen. Aber davor stimmen sich die Mädels noch ein. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Wir sind eine Einheit und verantworten wir das jetzt. Ich freue mich auch total. Tanzball! Ja! Wir haben ja heute eine ausverkaufte Halle und das genießt man einfach, dafür trainiert man auch, dass man dann zeigen kann, was man in den letzten Monaten so gearbeitet hat. Wir werden alles so eine riesen Leistung abrufen können, dass wir uns da ein bisschen so ein Rausch tanzen. Also mein Ziel ist eigentlich der erste Platz. Das Ludwigsburger Publikum feiert seine Mannschaft. Jetzt können Chris und Lisa nur noch warten und hoffen, dass es am Ende wirklich für den Sieg reicht. Die Emotionen waren heftig auf der Fläche, war echt geil. Es war ein Wahnsinnsgefühl. Ich hatte auch immer mal wieder Tränen in den Augen, weil es mich wirklich emotional auch so gepackt hat. Das ist genau das, warum ich tanze. Die Spannung steigt kurz vor der Wertung. Der Moment, wenn wir da stehen und wir warten auf unsere Wertung, ist immer das Schlimmste, weil man weiß, man hat es jetzt nicht mehr in der Hand. 2, 5, 3, 2, 3. Geschockte Gesichter bei der Mannschaft von Lisa und Chris. Das ist nicht der erhoffte erste Platz. Wir haben einen geilen Durchgang getanzt, vom Gefühl her. Jetzt sind wir halt wahrscheinlich Dritter. Hat man so nicht erwartet. Ist halt jetzt so, kann man nichts machen. Müssen wir durch. Die Enttäuschung ist groß. Aber Trainer Klaus blickt nach vorne.
Ich finde, meine Mannschaft hat ganz toll getanzt. Ich bin super zufrieden und super stolz auf sie. Das Turnier und die Wertungsrichtung und das Ergebnis ist das eine. Aber wir sind auch hier, weil wir einfach uns alle super gut verstehen. Wir sind wie eine kleine Familie und das nutzen wir heute Abend und feiern. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.